Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Project Unstable 4. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet und wir machen heute was ganz Cooles. Und so habe ich nämlich was rausgefunden. Ich habe mal hingesetzt, ein wenig Papier gesammelt und wir sind in der Lage, uns eine Paper Lumberjack zu machen. Die ist ja nicht gerade die beste, ne? Hier, Durability 16, Mining Speed 0,18, das ist ja eine ganz schlechte. Es ist ja. Aber es soll uns erstmal egal sein, wir packen die mal rein. Und dann machen wir uns ein paar Reinforcements. Und dann können wir das hier draufpacken und dann kriegen wir jetzt hier Reinforce. Dann können wir das nochmal reinpacken, dann haben wir Reinforce 2. Dann noch reinpacken und dann haben wir Reinforce 3. Dann habe ich vergessen, noch ein paar mehr zu machen, weil ich nicht weiß, wie viel ich jetzt brauche. Das heißt, wir machen jetzt mal Stück für Stück. So. Jetzt bekommen wir Reinforced 4. Und da wir am Anfang 5 Modifier haben, wir haben jetzt noch einen Modifier übrig. Moment. Na komm. So, Blankcast. Reinforcement. Unbreakable. Und jetzt wisst ihr, was wir machen. Warum soll ich das Tool jemals wieder reparieren? Warum soll ich eine Holz... Pickaxe machen. Ich habe eine unendliche Lumberaxe. Oh yeah. Das ist cool. Ich weiß nicht, ich habe mich da übelst gefreut, dass ich das rausgefunden habe, dass es genau reicht, um das Tool unbreakable zu machen. Es ist so wunderschön. Das heißt, es verliert niemals Durability und das heißt, es kann hier für immer sein. Und es ist schön. Ich freue mich. Das heißt, für die Farming Station werden wir in Zukunft nur noch Paper-Tools wahrscheinlich machen. Die komplett mit Reinforcements zugeklatscht sind. Das ist so schön. So, dann habe ich jetzt ja hier noch die eine Axt, die kann mal weg. Die brauchen wir nicht. Okay. Ich repariere das Tool nochmal hier, die Steel Hatchet. Dann nehmen wir nämlich die weiterhin. So, wunderbar. Dann sollte jetzt das Ding eigentlich hoffentlich unendlich halten. Bin mal gespannt. Also im Singleplayer habe ich so ein bisschen getestet und da hat es funktioniert, dass wir kein Dingens verloren haben, keine Durability. Und ich hoffe, jetzt geht ihr mal schlafen. Vielen Dank. Das heißt, wir haben das schon mal fertig, das ist wunderschön. So. Dann habe ich noch ein bisschen was anderes besorgt. Und zwar habe ich jetzt meinen Enderman-Head und ein paar andere Dinge. Denn ich möchte mir noch ein paar Dinge machen. Zum einen einen Experience Obelisk. Dafür habe ich auch schon mal was vorbereitet. Und zwar eine Experience Rod. Mit der können wir Folgendes machen. Wenn wir irgendwo einen leeren Tank haben. Warum habe ich hier Tofu? What the fuck? So. Moment. Ich bin gerade... Machen wir mal einen Cauldron sowie zwei Weight Pressure Plates. Ihr wisst, was wir machen. Ups. So, eine Drum. Wunderbar. Und dann können wir mit diesem Experience Orb mit Shift-Rechtsklick unsere Erfahrungspunkte hier drinnen in Flüssigkeit speichern. Wunderbar. Und mit Rechtsklick können wir dann diese Level wieder uns nehmen, sozusagen. So, er ist wieder leer. So, das ist die Experience Rod. Damit können wir jetzt einen Tank machen. Problem ist aber, ein Tank ist limitiert und ein Tank ist vielleicht auch nicht unbedingt das Schönste. Aber was wir auch machen können, ist Folgendes. Wir können... Habe ich noch ein Machine Frame irgendwo? Ja. Wir können einfach das Ding zusammen craften. Ein bisschen Solarium. Und wir haben einen Experience Obelisk. Den können wir jetzt irgendwo wunderschön hinstellen, wo es uns gefällt. Hier zum Beispiel. Und dann haben wir jetzt hier Store One Level. Ja, okay, also wir nehmen ein Level von hier weg. Ist natürlich jetzt hier mehr wert. Können auch alles speichern und können dann zum Beispiel unsere einzelnen Level wieder nehmen. Weiß gar nicht, ob das dann... Okay, wir brauchen wirklich Experience Orbs, damit es funktioniert. Und dann haben wir unsere ganzen Erfahrungspunkte hier drinne. Wir können die auch per Tank praktisch hier noch einstellen, dass wir es ausgeben möchten irgendwo hin und was weiß ich nicht alles. Brauchen wir aber nicht. Von daher
Lassen wir das. Jetzt haben wir erstmal unsere Erfahrungspunkte sicher. Sollten wir mal sterben, was bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Okay, das war die eine Sache. Die andere Sache ist, ich hatte ja vor. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding hieß. Genau. Inventory Panel ist ja so ein bisschen das Ziel, was wir machen wollen. Dafür brauchen wir dann noch ein Bett. Wo ist der Bett? Da. Genau, dafür brauchen wir jetzt ein bisschen Fuel Tanks. Das crafte ich jetzt mal schnell. Ich sollte hier noch irgendwo, glaube ich, nicht. Ich dachte, ich hätte noch einen Boss. Okay, dann nicht. Dann machen wir schnell wieder hier. So. Und wir müssen auch bald mal eine Erzverdopplung wirklich fertig machen, dass es dann auch gebrannt wird und alles. So. Zweimal ein Fluttank. Ach nee, ich brauche drei, ne? Ich brauche das Ding auch noch einen. Genau. Ich brauche drei. So. Drei Fluttank. Weiter im Programm. Was brauchen wir noch? Hier brauchen wir dann noch was anderes. Das machen wir dann aber gleich. Erstmal ein Bett nochmal fertig machen. Habe ich so viel Zeug? Nee. Ich hab natürlich keinen Electrical Steel. Okay, Moment. In der Zwischenzeit machen wir dann mal das License Buys. Moment, das ist falsch. 4. Okay. Das einmal alles in Alloys mal da rein. Und dann brauchen wir nämlich noch den. Ne, Moment, License Buys haben wir schon. Moment, brauchten wir den überhaupt? Ich glaube, ich bin gerade beim falschen Item in Gedanken schon. Nein, ich bin immer richtig. Soulbinder. Soulbinder. Der braucht relativ viel Strom. Dauert auch relativ lange und braucht ein paar Köpfe. Allerdings. Ah, verdammt, wir brauchen echt. Kann ich das nicht mit random Köpfen machen? Wir können sogar den painten. Können wir Ender Iron anscheinend mittlerweile alles painten. Faszinierend. So, das Lustige wird aber. Ich habe nur einen Enderman-Kopf. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Probieren wir, dass ich mit zwei Zombie-Köpfen machen kann. Was killed by wild bees. Mhm. Blub. Haben wir ernsthaft kein Solarium? Warum? Was habe ich vorbereitet? Ich habe heute irgendwie Ewigkeiten vorbereitet und probiert und gemacht und dann doch wieder anscheinend nichts. Wir müssen halt unbedingt mal hier das alles verarbeiten. Ich habe übrigens eine neue Spitzhacke schon mal gemacht. Fortune 1 hat die im Moment. Ich will da ein bisschen Lapis draufpacken. Allerdings frisst das extrem viel Lapis und ich glaube, es bringt nicht unbedingt was. So wie es ausschaut im Moment. Nee. Gut, wir werden sehen. Okay. Nochmal ganz kurz zum Wett. Wett braucht Machine Case, Furnace, Cauldron, Electric Steel. Okay, den Furnace können wir machen. Dann den Cauldron können wir auch machen. Das haben wir. Dup, 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 dup. Dup. Nee, so rum, ne? Ich glaube, oder andersrum. Werden es gleich sehen. So rum. Bad. Okay. Brauchen wir nochmal Machine Case. Dafür brauchen wir nochmal so ein Ding. So. Einmal das da. So. Und so. Machine Case. Wunderbar. Wir haben das Wett. Oder den Wett. Oder. Ich habe keine Ahnung, wie die korrekte Formulierung ist. Das Wett. Ich weiß es nicht. So, das Problem ist, das Ding braucht Strom. Das heißt, wir füllen das jetzt hier schon mal ein bisschen auf. Und dann haben wir jetzt hier ein paar Möglichkeiten nochmal zur Einstellung. Wir können hier Dump, Input, Tank, Into, Output, Tank. Können wir machen. Wir können auch Voiden. Praktisch alles, was hier drin ist, können wir da drüben packen. Und können das theoretisch auch Voiden. Es gibt ein paar Rezepte. Und was wir gerne wollen, ist Nutrient Distillation. Und das können wir auf viele verschiedene Weisen machen. Zum einen können wir es mit Köpfen machen. Aber auch mit Rotten Flash. Wie Chicken und was weiß ich nicht alles, rohes Zeug, wobei Rotten Flash noch mit das effektivste ist, neben Köpfen.
Und danach können wir noch ein zweites Zutat reinpacken, was dann zum Beispiel, Fermentes beide Ei hat einen zweifachen Modifier, Sugar hat einen einfachen Modifier, Pilze haben 1,5-fachen und so weiter. Nederwarzen haben auch 1,5-fachen. Apropos Nederwarzen, da können wir eigentlich mal. Die habe ich oben noch, ne? Moment. Irgendwo noch Nederwarzen gehabt. Ah, die sind schon unten. Moment. Ich bin doof, die sind ja schon hier. Ja. Bauen wir mal ganz kurz Nederwarzen an. Neben uns. Die Analyse hat sich übrigens verdoppelt. Ich bin sauglücklich. So. Bisschen Nederwarzen. Sieht so sind aus. Zu leveln, so. Brauche ich hier eigentlich gerade nur. Wenn ich hier hingucke. Dann kommen die 30 Frames. Ja. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay. Weil irgendwie lockt mein Fraps im Moment immer mal auf 30 Frames. Ich weiß aber nicht warum. So. Folgendes. So, wollen da braucht das Ding in der Mitte. Das Ding hier. So, ne? Wir probieren mal, ob es auch so geht, aber ich bezweifle es. Nein, wir brauchen natürlich einen Element Head. Purple, hast du einen zweiten Enderman Head? Okay, so, dann haben wir. Wir brauchen natürlich jetzt wieder 1000 Milliarden Tonnen Strom. 500 F pro Dick. Nein! Okay, wir machen trotzdem schon mal weiter. Was wir halt machen können. Und zwar. Wir brauchen Remote Awareness Upgrade, dafür brauchen wir das Zeug. Wie viel habe ich davon? Nicht viel. Okay. So. Dann. Ups. Achso, passt nicht rein. Stimmt. Entschuldigung. Remote Awareness. Natürlich habe ich wieder. Ach. Ich mache immer zu wenig. So. Da. Ich habe es schon halb automatisiert hier, also es packt oben in die Kiste rein, aber. Was ist denn hier mit den Frames los? Ich habe keine Ahnung. Ja, Purple hat nämlich heute irgendwie. Den ganzen Tag damit zugebracht, einen Dschungel zu suchen. Und hat es nicht hingekriegt, nachdem er die ganze Welt irgendwie bereist ist. Und 10 Milliarden Blöcke in eine Richtung und in eine andere und überall hin und nirgendwo ein Dschungel. Nur weil er Bienen wollte. Er wollte Dschungelbienen. Naja. Das kommt davon, wenn man sowas will. So. Wir machen erstmal eins, das zweite machen wir dann später. So. Remote Awareness Upgrade. Dann habe ich Dark Steel. Ich habe das Dark Steel. Wunderbar. Fluid Tank haben wir auch. Pulsating Iron habe ich, glaube ich, noch eine irgendwo gehabt. Die habe ich nicht. Okay. Okay, wir sind out of Diamonds. Dann einmal das waren 19. Egal. So. Es gibt mittlerweile Diamond Nuggets. Oh, da müssen wir mal gucken dann. So, Pulsating Iron, Pulsating Crystal so rum. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Ender Resonator mit einer Soul Vial, mit einer Witch. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen Fused Quartz machen. Das ist ganz einfach. Fused Quartz machen wir mit Hilfe von regulärem Meta-Quartz, was wir in einen Alloy Smelter packen. Im Alloy Mode. Wird nur sicher gehen, dass er das Richtige brennt. Und aus 12 bekommen wir jetzt 3 von diesem Glas. Glaube ich, von diesem Fused Quartz müsste es genau die Menge sein, hoffe ich. Okay. Dann brauchen wir noch ein Vibrant Alloy. Das ist ein Energetic Alloy und ein Ender Pearl. Das ist auch nicht das Problem. Ich glaube, da haben wir noch was.
Perlen haben wir ja auch genug. So. Dup, dup. Ich habe auch jetzt hier noch Conserving Iron übrig. Tschüss. Okay. Einmal kurz warten. 4 Squads. Wunderbar. Und dann machen wir uns einmal eine Soweil. Und dann begebe ich mich auf die Suche nach einer Hexe. Und wir hoffentlich hier irgendwo eine haben. Denn so ein Enderman. Wunderbar. So, warte mal, ich nehme mal hier das Schwert mit. Hüp. Da. Okay. Natürlich ist jetzt Tag geworden. Das ist doof. Es wird ich auch keine Hexe gespawnt. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, dass ich eine Hexe hole. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann, ja. Bis gleich, wenn ich die Hexe habe. Und dann vielleicht auch von Purple den Enderman-Kopf. Ich weiß nicht, hat man schon reingepackt? War schon daheim? Nee. Okay, also bis gleich. Ich habe sie. Wir haben die Hexe. Und es leckt hier immer noch. Warum habe ich nur 30 Frames, wenn ich hier irgendwie in einen gewissen Punkt gucke? Hier aber auch. Ich muss es mal irgendwann rausfinden, woran das liegt. Das geht ja gar nicht. Jetzt komme ich nirgendwo mehr über 3. Es ist doch für den Arsch. So, also. So, weil. Und dann. Ich habe noch Solarium gemacht, hoffe ich. Jawohl. Dann machen wir mal eben einen. Wie heißt das Ding? Einen Ender Resonator. So, und dann brauchen wir 100.000 RF. Und 4 Level. Das heißt, wir holen uns mal 4 Level. 1, und 1, 2, 3, 4. So. Die wird schon mal hier. Den Ender Resonator haben wir hier. Und dann einmal hier rein. XP dazu. Und ab geht er, der Peter. Wie es schön schlürft. Das wird irgendwann mit dem Strohhalm da irgendwie rumhantieren. So. Das hier rein und wir haben ein Inventory Panel. So, das kann erstmal nichts. Da muss jetzt Nutrient Distillation rein. Sowie müssen wir das Ding nochmal hier mit an das Ding anballern. Das heißt, ich baue erstmal das hier ab. Ja. Wir bauen mal das hier ab. Ich will mal erstmal nur mit Nutrient Destillation und dem Ding mal probieren. Einfach nur mal, um zu sehen, wie es ist. So, Moment. Also, Strom brauchen wir dann theoretisch ja nicht mehr. Ich lasse mich überraschen. Wir brauchen noch ein zweites Remote Awareness Upgrade, fällt mir gerade auf. Noch so ein Ding hier. Also, Eye of Ender habe ich noch eins. Das heißt, 3 Silicon, 4 Conduit Binder, 1 Electrical Steel. Habe ich Electrical Steel? Okay, wunderbar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, dann einmal das dahin, das dahin, das in die Ecken. Warum werden meine Frames schon wieder weniger? Ist es doch nicht wahr? Der Arbeitsspeicher voll? Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was das ist. So. Mode Awareness Upgrade. Jetzt brauchen wir eine Item Conduit. Zum Beispiel diese da. Und dann machen wir jetzt hier einfach mal auf. Nein, nicht In-Out. Disabled. 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 Und dann sagen wir dem Ding hier Mode Awareness Upgrade. In-Out. Ich weiß nicht, wie rum ich das machen muss, aber egal. Inventory Panel hin. Wunderbar, es ist noch offline. Ich habe ein bisschen Nutrient Distillation schon mal gemacht. Mit Hilfe von Rotten Flesh und Sugar. Okay, und dann können wir jetzt darüber auch suchen. Na, was weiß ich. Kopper. Können das rausnehmen. Können die mitarbeiten. Die Return Area. Ich kann das leider nicht da reinpacken und die Return Area scheint nicht ganz zu funktionieren. Moment.
Muss ich da das Ding erst noch konfigurieren? Das müssen wir mal ganz kurz nachgucken. Warte mal. Yeah. Okay, ja, das Ding ist auf. In, out, always active. Okay, jetzt nimmt das raus. Das ist das Problem. Wir haben praktisch keine Return Area in dem Sinn, dass wir es einfach wieder reinlegen, sondern wir haben das nur praktisch, das muss so machen. Aber, jetzt will ich mal gucken. Wir haben 5 Nutrien-Dings verballert. Die Frage ist, verballern wir mit der Zeit mehr oder nicht? Weil wenn nicht, dann, ja, lassen wir es auf jeden Fall drin, ne? Und nehmen wir erstmal das hier. So, was haben wir hier? Sort alles by Name, Sort alles by Name, Mod ID, Quantity. Das ist schöner. So. JI Sync, Filter Card, Place Filter to select which items shown. So, wir haben auch Storage Error, Small Temporary Item Storage, Click to Change Return Area. Also wir können praktisch hier noch Dinge zwischenspeichern. Und ich kann da alles reinballern. Und es wird automatisch einsortiert. In die Draw. Beziehungsweise, Sache ist die, wir werden es wahrscheinlich für die späteren Netzwerke dann nicht nutzen. Solange wir jetzt nur die Draw haben, werden wir es nutzen. Aber wir werden später definitiv wieder auf Refined Storage gehen. Aus einem Grund. Ich brauche Remote Awareness Upgrades und Item Conduits überall hin. Und Item Conduits haben nur eine gewisse Extract Rate. Das ist zwar hierfür egal zum Rausnehmen, aber zum Reinlegen ist natürlich wieder ein Problem. Und überall muss auch diese Conduit ja dann hinführen. Von daher, ja, brauchen wir nicht unbedingt machen. Habe ich mir überlegt, machen wir nicht. Das heißt, wir lassen es relativ einfach. Hier können wir nochmal einen Stein hinpacken. Ich packe auch mal hier das Zeug mal weg. Brauchen wir erstmal nicht. Habe ich noch so einen Stein? Und ich weiß echt nicht, warum das hier gerade leckt. Die ganze Zeit schon. Weil ich hatte die ganze Zeit keine Probleme. Jetzt habe ich die Aufnahme an, jetzt habe ich Probleme. Toll. Toll. So, können wir mal ganz kurz gucken. Wir haben unsere Lambda-Eggs da oben ja gelassen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob das alles seinen rechten Gang geht. Oh, sollte schon. Natürlich. Sie ist immer da. Unsere kleine Unbreakable. Das ist so schön. Ich liebe es, Systeme auszutricksen. Gut. So. Futtern wir nochmal ein Steak. Om nom nom. Okay. Und theoretisch, dann. Da könnt ihr mir jetzt mal sagen, was ich machen soll. So. Ich habe nämlich zuerst überlegt, ob ich hier oben drüber praktisch nochmal so ein paar mehr Storage Drawer hinpacke, die praktisch dann hier so einen nach innen versetzt sind, wo wir nicht unbedingt direkt drauf zugreifen können, indem wir draufklicken, sondern was wirklich einfach nur da ist, damit wir unseren Speicherplatz erweitert haben. Und damit man praktisch demonstrieren kann, guck mal, was wir alles für Items haben. Problem ist aber, nach oben habe ich keinen Platz, weil da der Berg zu Ende ist und ich habe nicht unbedingt Lust, das alles aufzuschütten. Meine Idee war jetzt entweder, wir machen hier drunter was, machen hier vielleicht einen Glasboden oder irgendwas rein und haben dann praktisch hier unten unseren großen Storage-Areal nochmal. Also praktisch nochmal so ein paar, was weiß ich, 6-7 Drawer übereinander, die dann da stehen. Oder aber die Smeltery kommt ja bald weg und woanders hin, weil brauchen wir ja hier erstmal nicht mehr. Andere Idee wäre gewesen, hinter dieser Wand, als praktisch hier, machen wir einen Raum nochmal, der auch Storage Area ist. Das heißt, da haben wir praktisch dann die Drawern auch nochmal stehen im sozusagen zweiten Areal. Wo ich mir noch unsicher bin, ob ich das nach hinten erweitere, sodass wir praktisch zweimal so einen Teil hier haben. Was sicher auch ganz cool wäre, wenn wir zweimal so ein exaktes Ding hier hätten. Einmal praktisch für Erze und alles mögliche und einmal für allen möglichen anderen Krimskrams. Was halt wirklich dann so Kleinigkeiten sind wie beispielsweise Köpfe und so weiter. Und das dann praktisch aber auch mit diesem Netzwerk hier verbinden, sodass praktisch alles in einem Netzwerk ist. Aber ich bin mir unsicher, wie ich das machen will. Aber wenn ihr noch eine andere Idee habt, das Problem ist nämlich, Refined Storage werden wir wahrscheinlich später mal die Dingens machen, die Storage Cards oder wie sie heißen, keine Ahnung, wo wir die Items drauf speichern können, digital oder
Storage, egal. Problem ist aber, so ein paar Dinge, wir werden davon ansammeln, aber ich möchte es gerne in einem Drawer haben. Einfach nur, um auch bestimmte Dinge dann zu voiden ab einem gewissen Punkt und halt die Slots zu sichern auf was anderes in den Storage-Arealen. So, wir können eigentlich die hier mal wegmachen. Brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Der Wett war's. Meine FPS sind gerade hochgegangen wie sonst was, als ich den Wett abgebaut habe. Ernsthaft? Okay. Scheint wieder alles zu gehen. Wunderbar. Ich bin sehr verwirrt. Jedenfalls, das müssen wir noch machen, Storage. Und dafür habe ich mir überlegt, werden wir mit Blood Magic anfangen, damit wir relativ zeitnah einen Mob-Spawner hinkriegen. Also eine Mob-Farm. Die uns dann so mit diesen Basis-Dingern versorgt. Also Enderperlen, Enderperlen, String und allen möglichen anderen, was von Mobs kommt. Problem dabei ist aber, wir bräuchten dafür Cursed Earth. Right-click a soil with a drop of evil. Genau. A drop of evil. Einen habe ich. Das Ding kommt von Wither-Skeletten. Selten, aber es kommt von Wither-Skeletten. Dann bin ich mir noch unsicher, wie ich das machen möchte. Entweder wir machen uns nämlich einen Spawner von der F-Tools und spawnen uns damit Wither-Skelette und kloppen die dann ein wenig kaputt. Irgendwie müssen wir es auf jeden Fall formen. Nur ich weiß halt nicht, ob das Ding in der Lage ist, Wither-Skelette wirklich zu spawnen. Das Problem ist, die Power-Spawner machen es ja nicht. Naja, das müssen wir dann noch austesten. Ganz anders hinsetzen. Und uns überlegen, wie wir das machen müssen. Also das ist so der grobe Plan, dass wir praktisch jetzt diese Mob-Farm haben. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Botanien machen, dass wir ein bisschen mehr Mana kriegen, ein bisschen bessere Mana-Sachen dann auch bekommen. Und zum einen, ach, das können wir gleich noch machen, komm. Ich brauche schnell 4 Eisen. Hier, und nehmen wir 2 Kohleblöcke mit, damit die Endoflame noch ein bisschen was haben. Und zwar bin ich am überlegen, ob wir eine Farm machen und dann für Gurmarillis ein bisschen was herstellen. Und hoffen, das funktioniert alles so, wie ich mir das denke. So, einmal 4 Mana-Steel, unser Mana-Tablet, 4 Mana-Steel und wir kriegen ein Band of Mana. Was ist der Unterschied? Ganz einfach, wir können es in unser Baubles-Inventar in den Ringslot packen. So, hallo? Aus mit Rechtsklick. Und damit haben wir jetzt praktisch unser Mana immer dabei und haben kein Mana-Tablet mehr im Inventar. Das hat mich nämlich schon die Tage gestört. Und jetzt habe ich gerade nochmal dran gedacht, deswegen habe ich es gemacht. So. Gut, und meine letzte Folge wieder ein bisschen mehr Überlänge war, machen wir diesmal ein bisschen eher Schluss. Und ja. Genau. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben ein Inventory Panel, was ein bisschen sehr weit vorsteht. Wir könnten theoretisch auch einen Inventory Remote Panel machen. Braucht dann auch Nutrient Distillation. Wir können aber bis zu 5 Chunks weg sein. Es braucht natürlich RF, das heißt, wir bräuchten noch einen Wireless Charger oder sowas. Dann können wir mit Hilfe von Stuff of Travel, der dann allerdings einen Enderman und einen Vibrant Crystal, also Emerald, was auch lustig wird. Also, wir brauchen noch einen Villager, den wir uns auf den Hopper stellen. Da werden wir so ein bisschen was machen. Und sammeln unser Zeug dann schön zurecht. Und dann geht's auch schon los. Also, bis dahin, wir haben auf jeden Fall schon mal hier ordentlich was geschafft. Wir haben ein schöneres Inventar. Es hat ein bisschen mehr verbraucht. Ich hatte aber Holz rausgenommen. Müssen wir schauen. 1984. Ich behalte es mal im Auge. Jedenfalls noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Kann ich eigentlich... Ich will mal ganz kurz wissen, kann ich hier... Okay, ich kann nur, wenn ich alles habe, reinklicken.
Okay, aber er nimmt's raus. Okay, 1983. Okay, also er nimmt's aus dem Inventar. Okay, aber wir können es auch nur reinklicken, wenn wir alles haben. Und nicht wie sonst, dass wir es immer reinklicken können, auch wenn wir den Teil nicht haben. Was ich sogar ein bisschen schöner finde, weil dann siehst du, was dir... Also du siehst zwar so auch, was dir fehlt, aber du kannst praktisch reinklicken und kannst das andere nach und nach praktisch dann dazu basteln. Gut, egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Falls das der Fall sein sollte, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Und ansonsten, tschüss, auf Wiedersehen und noch einen schönen Tag. Tschüss.